Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr im Titel schon lesen könnt, geht es heute um meine Leseliste für den Oktober. Der September ist ja jetzt nun wirklich nicht mehr lang und deswegen möchte ich euch gerne die Bücher vorstellen, die ich im nächsten Monat lesen möchte. Es sind 2 Bücher dabei und 3 E-Books und die stelle ich euch jetzt alle 5 vor. Das erste Buch ist ein Buch, das solltet ihr aus diversen Leselisten von mir schon kennen. Das nehme ich mir schon unendlich lange vorzulesen und jetzt möchte ich es unbedingt gerne lesen, da ich glaube, dass schon 2 weitere Teile, ich glaube, es ist nur eine Trilogie, erschienen sind und jetzt möchte ich gerne mal den ersten Teil lesen und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Von der Autorin habe ich bisher auch noch nichts gelesen, deswegen bin ich umso gespannter. Und zwar rede ich von 400 Days Täuschung von Lara Adrian. Das ist ein New Adult, Young Adult Erotikroman, irgendwie so in die Richtung. Da geht es eben um Avery Ross und diese arbeitet als Kellnerin in einem Luxus-Apartment und da lernt sie dann eben Dominic Bain kennen. Und ja, genau, viel mehr steht auch hinten auf dem Klappentext gar nicht drauf. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Man kann sich ja schon in etwa vorstellen, was da drin ungefähr passieren wird. Ist so das Typische, aber ich denke, es ist auf jeden Fall ganz nett. Ich bin auf den Schreibstil von dieser Autorin gespannt. Wie gesagt, ich habe von ihr noch nichts gelesen. Umso gespannter bin ich. Ihr werdet dann im Lesemonat erfahren, ob ich dieses Buch, beziehungsweise wie ich dieses Buch fand und ob ich die Reihe weiterlesen würde oder werde. Ihr könnt mir auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr eins dieser vorgestellten Bücher schon mal gelesen habt und wie ihr es fandet, da würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Dieses Buch habe ich von Lovely Books bei einer Buchverlosung gewonnen. Da hatte ich tatsächlich mal Glück gehabt und ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut und jetzt möchte ich es gerne mal lesen, da ich es doch schon etwas länger hier liegen habe. Weiter geht es mit einem Buch, welches ich bei meinem Besuch in Würzburg im Hugendubel gefunden habe und zwar auf einem Mängelexemplartisch. Die Reihe soll ganz gut sein. Ich habe schon von vielen gehört, dass sie davon schwärmen. Es sind, glaube ich, 4 oder 5 Teile. 4 Teile, die sind bis jetzt auch schon alle erschienen. Und ich habe glücklicherweise den ersten Teil gefunden. Da das ein relativ dünnes Buch ist, möchte ich gerne dieses Buch jetzt auch mal lesen. Und zwar handelt es sich um die New York Diaries Claire von Ellie Taylor, beziehungsweise Anne Freitag. Von ihr habe ich bisher auch noch nichts gelesen, deswegen bin ich gespannt, wie mir dieser Schreibstil gefallen wird. Ja, ich weiß gar nicht genau, worum es hier geht. Es geht offensichtlich um Claire und um New York halt eben. Hinten steht drauf, dass sie nach New York kommt. Sie ist frisch verlassen und pleite, um sich ein eigenes Apartment leisten zu können. Deswegen zieht sie kurzerhand in den begehbaren Kleiderschrank ihrer Freundin. Wie das dann mit Claires Hoffnungen und Wünschen weitergeht, werde ich erfahren, wenn ich dieses Buch gelesen habe. Auch das werdet ihr dann im Lesemonat hoffentlich sehen. Es ist ja wirklich nur ein dünnes Buch. Das sind knapp 300 Seiten. Ich denke, das ist auch ganz flott weggelesen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Die nächsten 3 Bücher sind E-Books. Diese werde ich euch auf dieser Seite wahrscheinlich wieder einblenden, so wie immer. Das erste E-Book habe ich euch in den Top 5 Neuerscheinungen für den September vorgestellt. Das Video werde ich euch mal hier oben im i verlinken, dann könnt ihr da sehr gerne vorbeischauen. Es handelt sich um Quality Land von Marc-Uwe Kling. Und zwar geht es in diesem Buch um eine etwas andere Welt. Der Protagonist befindet sich in einer Welt, wo Beruf, Freunde, Familie, Beziehungen, alles Mögliche von Algorithmen bestimmt wird. Und er hat das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Und das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Und ich bin sehr gespannt, wie mir dieses Buch gefällt. Ich habe hier jetzt als E-Book die dunkle Ausgabe. Es gibt noch eine helle Ausgabe. Das hat mich nämlich im Top 5 Neuerscheinungsvideo ein kleines bisschen verwirrt. Aber es gibt eine helle Edition und eine dunkle Edition. Ich habe jetzt hier als E-Book die dunkle Edition. Steht ja das Gleiche drin, von daher. Ja, nur so zur Info. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie dieses Buch ist. Wie ich eben schon gesagt habe, es hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Es ist ein Thema, was mich sehr interessiert und daher möchte ich das unbedingt jetzt im Oktober lesen. Zu den nächsten 2 E-Books kann ich euch leider nichts zum Inhalt sagen. Die Bücher sind aber in der Infobox verlinkt, dann könnt ihr da sehr gerne vorbeischauen. Ich lasse mich sehr gerne von den Büchern einfach überraschen, damit ich nicht zu hohe Erwartungen daran habe, was dort passieren könnte. Ich möchte sie euch aber trotzdem gerne vorstellen. Und zwar handelt es sich einmal um Die Liebe, die uns bleibt von Jenny Eclair. Von ihr habe ich bisher noch nichts gelesen. Ich fand das
Cover aber unglaublich schön. Ich hatte mich dafür dieses Buch auch schon bei der Lesejury beworben. Leider habe ich aber nicht gewonnen, was aber nicht so schlimm ist, denn jetzt habe ich es als E-Book hier von NetGalley. Die E-Books habe ich übrigens alle von netgalley.de bekommen. Und wie gesagt, zu dem Inhalt kann ich nicht viel sagen, aber ich denke, das ist wieder so eine schöne, leichte Geschichte um die Liebe. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr auf dieses Buch. Auch für das folgende Buch habe ich mich bei Lesejury beworben und auch das habe ich nicht gewonnen. Ich habe aber viel gelesen, dass dieser Autor sehr viele Bücher schreiben soll. Und zwar handelt es sich um Akram El-Bahai, falls man den Namen so ausspricht. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Und zwar handelt es sich um das Buch Bücherstadt, die Bibliothek der flüsternden Schatten. Jetzt habe ich diesen Titel so oft gesagt und es hat endlich funktioniert. Es geht, wie man schon einen Titel entnehmen kann, um eine Bibliothek und um Bücher und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe mir zwar den Klappentext durchgelesen, aber ich kann mich nicht mehr ganz so genau daran erinnern. Deswegen möchte ich dazu dem Inhalt genauso wenig sagen wie zu diesem Buch davor. Ich habe nur gelesen, dass dieser Autor wohl sehr gute Bücher schreibt. Von ihm habe ich bisher auch noch nichts gelesen, deswegen bin ich sehr gespannt. Ich freue mich darauf, dieses Buch zu lesen, genauso wie die anderen vier Bücher auch. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich suche mir ja meistens so 5 Bücher raus. Mal schaffe ich alle 5, mal schaffe ich nicht alle 5. Das ist immer sehr unterschiedlich. Ich bin aber ganz guter Dinge, dass ich diesmal auch alle 5 Bücher schaffen werde, da ich viele leichte Bücher dabei habe und auch Bücher, die ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freue. Welche Bücher ich aber letztendlich gelesen habe und wie sie mir gefallen haben, werdet ihr dann im Lesemonat für den Oktober sehen. Da müsst ihr euch dann jetzt leider noch ein kleines bisschen gedulden. Aber es kommt ja auch bald der Lesemonat für den September online. Jetzt möchte ich das Video gar nicht viel mehr in die Länge ziehen. Wenn ihr eins dieser Bücher gelesen habt und wie ihr es gefunden habt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir gerne auch immer wieder Kommentare hinterlassen, Kritik, Lob, irgendwas, was ihr gerne sehen möchtet. Da freue ich mich sehr darüber. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!